Zack, babam, hat der Gusua wieder alles gekriegt. Yeah, swag. Ja, ich bin gut drauf. Ich bin einfach gut drauf. Ja, kommt, Leute, so macht man's. So macht man's, fertig aus. Damit möchte ich das Video beenden. Ich wünsche euch was, guckt euch den nochmal an. So macht's der Gusua und so macht ihr es richtig. Hallo, hier ist der Gusua und jetzt spricht er mal ganz, 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 ganz schnell. Und zwar, ich bin jetzt endlich wieder mal im richtigen Gusua-Videos. Juhu, einer ist rausgegangen. Ich bin natürlich gleich gejoint. Und jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, fette Raids zu sehen. Hier fangen wir gleich an mit dem krassen Shit. Mega geile Base-Aufstellung. Hahaha. Und 90 Barbaren. Schade, dass es nicht mehr waren. Da würde ich ganz ehrlich... Alter, ich weiß gar nicht, wie ich... Wie geht man bei sowas vor? Ich glaube, die Range vom Magierturm wird nicht bis hierhin gehen. Die Range von Minenwerfern wird schon ungefähr bis hierhin gehen. Ich würde wirklich sagen, ich hätte das zuerst weggeschnetzelt. Aber wenn ich die Sekunden sehe, wird das nicht gemacht haben. Lasst es uns anschauen! Crazy Shit! Ah, ist interessant. Sehr interessant. Ah, die Barbaren halten sich noch richtig gut eigentlich. Aber guck mal, hier, da sieht man halt eben wirklich... Ich bin der Meinung, ich meine, ihr wisst selber, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich bin der Meinung, es wäre ohne Probleme machbar gewesen, mit den Troops wirklich komplett leer zu machen. Aber vielleicht sehen wir auch, oh, es wird leer gemacht, aber es sieht nicht so aus. Also ich hätte wirklich erst das Zeug hier gekillt. Aber trotzdem schon mega, ja klar, 300 von beidem, einwandfrei, also das Ding läuft. Auf jeden Fall. Aber echt geil. Man steht natürlich da. Oh, ich habe nur, was weiß ich, 95 Barbaren. Und ja, mega geil halt auf jeden Fall. Und ich kann gleich wieder was bauen. Dann kann ich natürlich dann auch wieder ein Angriff. Ja, guck mal. Jetzt ist die Zeit sehr gut, dass ich eben noch in dem Video was bauen kann. Dann kann ich natürlich auch angreifen. Logisch. Ja, genau. Den werde ich angreifen. Fünfmal. Junge. Mit Lichtel nehme ich heute eventuell auch noch auf, wenn ich es schaffe zeitlich. Weil ich habe nur noch 2 Stunden. Und in der Zeit muss ich auch schneiden. Könnte ein bisschen eng werden. Mal gucken, wie das läuft. Oh, was ist das? Ich meine, die hatten ja, also... Sammler und Elixierler, Sammler und Minen voll. Aber da war ja nicht viele drin. Ne? Ach, kommt hier. Ziehen wir uns den mal kurz rein hier. Ja, aber ich meine, da brauche ich keine Kobis verballern. Echt nicht. Also für das bisschen. Das lohnt sich nicht. Aber dann gehe ich wenigstens nicht zu sehr runter mit den Pokis. Großartig, ja, natürlich großartig. Was denn sonst? Der Gusua spielt, der ist immer großartig. So, aber noch großartiger ist es, wenn der Gusua ein Video macht. Ja, volle Truppen sind noch da. Oh ja, 9. Oh, dann bin ich aber echt ein bisschen sehr low gegangen. Nein, zu schwer. Kommen hier so ein schön 200er Gegner. 200 von beidem, links und rechts schön verteilt. Einmal Gold, einmal Alex. Und ich nehme es. Blitzen? Ja, komm. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt anfange zu blitzen, das ist auch wieder so ein Babykram. Das ist... Nee, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Weil, ja, blitzen lohnt sich dann halt nicht.
Dann ist mein ganzes und das ist wieder nicht synchron. Egal. Nee, das lohnt sich dann halt nicht. Ja, ich habe mir halt in der letzten Zeit immer mal wieder die Videos angeguckt, die neueren. Und ich finde das so krass genial, wirklich mit der Facecam, dass das ordentlich zu erkennen ist, dass man das wirklich schön von der Helligkeit sieht. Also jeder, der sich ein bisschen mehr im Bereich Let's Play austoben möchte, dem rate ich sowas auf jeden Fall. Weil das ist doch nochmal ein ganz anderes Level. Ich meine, mit dem Greenscreen bin ich ja fast der Meinung. Ich meine, schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber bin ich ja eigentlich der Meinung, dass ich der erste COC-Spieler war, der mit dem Greenscreen angefangen hat. Der sich von Anfang an so ein bisschen damit Gedanken gemacht hat. Weil ich weiß ziemlich genau, dass ich Vorbrennerchen war. Ich weiß aber auch, dass Areto vorher über Twitch auch schon ein bisschen also mit Greenscreen beziehungsweise eben Hintergrund raus. Ich weiß nicht, ob man Greenscreen verwendet, aber Hintergrund rausnehmen war auch so eine Sache von ihm, glaube ich. So, gucken wir mal. Ah, schade. Ich hätte gedacht, ich krieg noch den. Aber den kann ich, denke ich mal, so noch relativ locker. Yeah. Locker flockig, hat er noch abgeschossen. So, zack, hier noch ein bisschen was, dass ich nicht so ganz in die Falle reinlaufe, sage ich mal. Und dann kann ich hier natürlich schön mit meinen Kobis reinrushen. Machen wir einen Russian Standard. Ja, der war so gut. Alle lachen sie. So. Ja, cool. Und ihr seht es halt eben auch wieder, nicht alle Truppen verballert. Warum? Also warum sollte ich alle nehmen, wenn ich da eventuell. Ah, das sieht sogar noch nach einem 100 aus. Da sind noch so viele über. Ja, cool. Läuft. Auch das ist halt eben, also dieser, dass man aus diesem Overkill-Status rauskommt und nicht wer weiß, was für Truppen reinballert. Weil irgendwann ist es halt eben wirklich so, das muss sich auch alles halbwegs lohnen. Ich meine, klar, alleine schon mit dem Blitzen, beide Blitze sind schon doof gewesen, haben viel Alex gekostet, aber ich habe dann einfach abgewogen und mir gedacht, gut, okay, ich kriege irgendwie 85k Gold, dann kann ich auch ein paar Blitze raushauen. Zack. Oh, Level 3 Goblins ziehen's auch. Ja, und wie gesagt, da muss ich halt noch ein bisschen höher gehen mit den Pokis, dass ich wieder oberhalb der Tausender-Marke sitze, auf jeden Fall. Alles andere ist irgendwie ein bisschen Bullshit. 400k Geilo. Schauen wir uns an. WTF, Alter. Und dann solche Troops. Alter, ins Gesicht. Ins Gesicht. Das ist fast ein bisschen schade, sowas. Wenn man sich dann denkt, ja, da kann man nur hoffen, dass wirklich die Loons immer in dem Bereich sind, beziehungsweise dass irgendein Dev-Gebäude in der Nähe von Sammler und Minen ist, dass man die dann eben noch zusätzlich auch gleich mit kalt macht. Weil ansonsten geht da natürlich nicht viel. Und ich denke mal hier vom Gold her, ich meine, wenn du Glück hast mit Minions halt, doch. Die ist im Bau? Ja. Da kannst du Glück haben. Ja, genau. Rage sehe ich da auch vollkommen richtig, weil. Schade. Ah, mir ging das auch schon so. Die sitzen vorm Rage da und denken sich, ach ja, nichts passiert, nichts passiert. Schade. Weil ansonsten wäre der Rage richtig gewesen. Sehe ich genauso, weil du hast halt nur die Minions, die auch wirklich auf primär gleich auf die Sammler und. Jäger und Sammler auf die Sammler und Minen gehen. Und klar, dann sitzt man halt da und dann ragt man die halt auch. Klar. Ärgerlich mit den Truppen auf jeden Fall. Ansonsten, da wäre Bartsch natürlich der Knaller gewesen. Aber was nicht ist, ist nicht. Trotzdem sehr, sehr geil. Ja, Merlin hat es nicht so ganz geschnitten. Merlin, ich glaube nicht, dass du es siehst, weil, wie gesagt, jeder, der
diesen klaren Joint, weiß ja, was los ist im Normalfall, aber ich denke mal, du bist aus Versehen da reingekommen. Von daher spare ich mir jedes Kommentar. Das sieht natürlich sonst immer ein bisschen sehr langweilig aus, ganz klar. Hier ist ja gar nichts los. Hier schreibt ja keiner. Hier ist ja keiner online. Hier spendet mir ja keiner. Klar, dafür ist der Clan nicht gedacht. Ja, das sieht ja auch nach einem vorsichtigen Randtasten aus, was ich sehr, sehr bevorzuge. Auf jeden Fall. Easygoing, gucken, langsam. Kommt da eine Bombe, kommt da nichts. Also jetzt hier in dem Bereich. Hier kommt keine Bombe, klar, aber man kann sich langsam rantasten. Du hast doch noch einiges an Truppen. Da ist meine Machart immer die. Ich gucke hier zum Beispiel. Mit dem Magierturm selber drin ist immer doof. Dann würde ich hier gucken. Weil der Minenwerfer dann doch ein bisschen langsamer ist. Ich sag mal, hier so reingejackelt. Mit den Goblins halt. Mit den Kobolden reingegangen und ein Kästchen hier. Mit den kompletten Goblins. Wir haben hier 38, kriegen wir locker hin. Eine damit komplett leer gemacht. Aber gucken wir mal. Wie du das hier abcheckst. So. Also noch genug Bogies da, passt alles. Wie gesagt, da hätte ich halt die Kobolde verwendet. Gar nicht erst die Bogies. Die Bogies sind in dem Fall natürlich Gold wert, ganz klar. Weil die natürlich schön über die Mauer gehen können. Bin ich aber mal gespannt, wo du dann die Kobis reinballerst. Da bin ich leicht gespannt. Naja, doch da. Aber na, nee, nicht da. Weil guck mal da. Da ist Magierturm. Und Magierturm mag Fläche und Kobolde mögen aber keine Fläche. Und da ist das, was der Fehler ist. Von dort aus rein. Du hast jetzt gerade 27, glaube ich, waren es. 27 hast du gerade verballert für einen Sammler. Und das nicht gut, nicht gut. Deswegen, think first before you move. Das Blitzen lohnt sich auch nicht. Also auf dem einzelnen Sammler Blitzen lohnt sich nicht. Kann ich dir sagen. Nee. YX gar nicht. Wie gesagt, ich will das absolut gar nicht verprangern oder sowas. Absolut gar nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber das Ding hätte anders laufen können. Also du hattest gute Truppen. Gucken wir uns nochmal kurz an. King immerhin schon mal mit einer Fähigkeit. Die Queen können wir fast außer Acht lassen. So, aber auch die Queen kann noch was reißen. So ist es nicht. Wie gesagt, hier im oberen Bereich hätte man vielleicht sogar schon am Anfang machen können, gleich sagen können, gut, okay, komm, hier Kobis einmal rein, rushen, fertig. Die Sache ist die Gefahr ist natürlich die, dass sich hier eine Falle befindet, sage ich mal. Wobei ich aber da eher denken würde, dass es Tesla wäre. Aber weiß man nicht, am Ende steht man da. So, offiziell ist aber natürlich die Annahme, der ist inaktiv. Weil er ist nicht Teil einer Liga, er ist aber noch in einem Clan. Hat er irgendwas am Bauen? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, also von daher denke ich schon, dass der inaktiv war. Von daher würde ich jetzt auf die Bomben nicht wirklich viel geben. Aber ich wäre hier mit Kobis reingegangen. Fertig aus. Und ich würde jetzt einfach mal so dreist sein und sagen, ich hätte alles geholt. Aber trotzdem natürlich gut. Also ist jetzt nicht Fail. Aber wie gesagt, so lernt man vielleicht noch mehr. Wie hättet ihr es gemacht? Reinschreiben. Wirklich. Einfach, dass man da in eine Art Diskussion kommt. Nice, Alter, nice. Und schön erstmal einen Golem machen lassen hier.
Ja, wäre halt geil, wenn der die Luftabwehr killt. Dann kann man natürlich mit den Loons schon mal richtig was reißen, auf jeden Fall. Da kriegt man richtig was geknüppelt. Aber der, klar, der muss halt erstmal. Und dann da. Ah, nice. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Ah, schade. Ja, klar. Und dann den Rage gleich noch nutzen. Einwandfrei. Richtig gemacht. Sehe ich vollkommen genauso. Und jetzt ist das Ding hoffentlich gegessen. Gucken wir mal, da haben wir noch einen Bogenturm und einen Margit. Ja, alles andere ist Pillepalle. Ich meine, die Loons sind immerhin fünf. Also so ein bisschen was können die auch ab. Die fangen auch nicht gleich bei jedem bisschen an zu weinen. Die hättest du dir theoretisch sparen können, beziehungsweise noch ein bisschen länger aufheben können. Dann wäre der Magierturm nicht auf die Loons gegangen, sondern auf die Mauerbrecher in dem Moment gerade halt. Aber ansonsten passt das schon klar. Heieieiei. Aber der wird noch down gehen. Der wird down gehen. Ja. Geil. Und jetzt einfach Magier, genau. Magier gedroppt. Und das Ding mal richtig schön nach Hause gefahren. Das ist ein richtig guter Angriff gewesen. Der war cool. Den hätte man auch megamäßig verballern können. Es wäre machbar gewesen, den total zu verscheißen. Yeah. Gefällt mir. Mit Bonus 500k, cool. Stopp, da ist immer das Erste. Immer das Erste, was ich dann angreife bei sowas. So ein Gebäude. Hier steht ein Minenwerfer. Klar, er wird verteidigt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist ein Minenwerfer, den ich erstmal wegsnacken kann. Ich meine, klar, du hast drei Drachen. Du könntest dir auch sagen, gut, okay, das ist hier komplett luftabwehrfreie Zone. Man hätte auch einfach mal einen Drachen droppen können. Weil wenn du jetzt anfängst mit dem Zeug, gehst du doch garantiert oder möchtest du doch garantiert reingehen. Und dann kriegst du davon auf den Zahn. Aber wir werden sehen. Vielleicht willst du auch erst die Luftabwehr killen und dann die Drachen droppen. Ja, okay. Hast du dir gesagt, gut, okay, gehe ich mit dem Drache rein. Aber ärgerlich. Ist da. Wie gesagt, denkt immer bitte daran, ihr habt 30 Minuten, 30 Sekunden Zeit vorher. Nicht gleich. Und selbst wenn diese 30 Sekunden abgelaufen sind, ihr könnt euch immer noch Zeit lassen. Geht natürlich von eurer Angriffszeit weg. Aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht mit wer weiß was für Truppen angreift, habt ihr immer genügend Zeit. Apropos, wir hauen einen Angriff raus. Und das war dann, glaube ich, das Letzte für dieses Video hier. Oh, ich habe schon schneiden. Oh. Aber wie gesagt, also ich muss wirklich selber sagen, ich gucke ja eben auch, wie gesagt, meinen Stuff dann immer noch mal durch. Mittlerweile, große Sache, mittlerweile, dass ich mich wirklich hinsetze und auch wirklich, also ich will ja nicht, also ich sage auch absolut nicht, oh, meine Videos waren ja vorher schlecht oder sowas oder jetzt sind sie mega geil oder so. Nein, aber es ist für mich halt einfach auch unterhaltsam, wenn ich jetzt sehe, ah gut, okay, ich bin bei meinen Abos jetzt durch, was ich jetzt gucken kann. Da guck, da setze ich mich. Wie gesagt, meine Frau kommt immer wieder an und sagt: Jetzt guckst du deine eigenen Videos? Ja, gucke ich. Warum? Weil sie mich entertainen. Dann sitze ich immer wieder da. Hihihi. Cool. Ja, doch, muss ich schon sagen, auf jeden Fall. Nee. So ein Zwischending zwischen Ja und Nein. Jein. Meine Internetverbindung habe ich verloren. Das wäre sehr ganz schlecht. Ich hoffe, dass es das nicht der Fall ist. Nein, ich habe Internetzugriff. Zack, jetzt wieder rauszoomen im BlueStacks. Hier und dann mal kurz den Baum fällen. Und wie ihr seht, werde ich ja langsam auch mit den Gems immer höher, ja, gehen, weil ich halt eben nichts pushe und sowas. Und dann halt eben die Möglichkeit habe für die vierte Bauhütte. Und das ist natürlich mega genial. Ja, dunkel ist natürlich nett, aber eben auch gut bewacht. Nee, wollen wir nicht. Da bin ich ein bisschen eigen. Da bin ich einfach mal ein bisschen eigen. Mal gucken, wann der Lichtler anruft.
What? Nice, nice, nice. Ihr seht selber, man muss immer nur ein bisschen gucken. Jetzt, wie gesagt, wir haben 30 Sekunden. What the fuck? Ist doch vollkommen Banane. Können wir noch was reißen, was hier, zack, ich will unbedingt den Minenwerfer weg haben. Und den Magierturm hätte ich auch gerne weg. Das wäre ziemlich geil. Und jetzt, ich weiß, könnte in die Hose gehen, aber es könnte auch klappen. Weil ihr wisst selber, wie die Kobis kaputt gehen beim Magierturm. Ja, geil, okay. So, und jetzt kann ich dahin, ich kann auch dahin, aber ich will natürlich dann erstmal an die hohen, also hier, ja, da kann ich hier ein paar Kobis hinsetzen. So, und jetzt, this is how we do it, und bam. Aber egal, ich bin gleich durch, und dann ist er auch durch, und zwar unten durch. This is how we do it. Ganz wichtig, guckt euch an, welche Lager bzw. welche Sammler ihr angreift. Habt ihr irgendwelche, die schlecht sind? Hier, der ist relativ schlecht im Gegensatz zu dem. Das ist ein 10er, das ist ein 9er. Und zack, babam, hat der Guzua wieder alles gekriegt. Yeah, swag. Ja, ich bin gut drauf. Ich bin einfach gut drauf. So, und jetzt hier gucken, wenn ich es noch kriege, wäre cool. Wenn nicht, dann Stuhlgang. Egal. Nett. Nett, nett, nett. Nett. Jetzt könnte man die CB-Truppen noch rausballern. Mache ich aber nicht. Ich habe 50%. Egal. Who cares? Da möchte ich ja fast, also ihr könnt euch den gerne nochmal angucken. So, ja, kommt, Leute, so macht man's. So macht man's, fertig, aus. Damit möchte ich das Video beenden. Ich wünsche euch was, guckt euch den nochmal an. So macht's der Guzua und so macht ihr es richtig. Reingehauen, ciao, ciao.